Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen C++ Tutorial von mir. In diesem Video stelle ich euch den Datentyp Bool vor. Der Datentyp Bool bezeichnet logische Variablen und logische Variablen sind solche Variablen, die zwei Werte annehmen können, also eines der beiden Werte true oder false, also wahr oder falsch. Es gibt viele Zusammenhänge, in denen solche boolschen Variablen sehr hilfreich sind und eine Möglichkeit der Verwendung zeige ich euch jetzt. Legen wir los. Bool, da verwende ich den Datentypen bzw. das entsprechende Schlüsselwort und result ist gleich, jetzt könnte ich schreiben zum Beispiel 1 kleiner als 2. Und ja, das ist natürlich hier ziemlich ungewöhnlich, hier diese Art der Zuweisung. Was passiert hier? Hier wird auf der rechten Seite ausgewertet, ob 1 tatsächlich kleiner als 2 ist. Und wenn es so ist, also wenn 1 tatsächlich kleiner als 2 ist, dann bekommt Result den Wert True zugewiesen. Und falls 1 nicht größer sein sollte als 2, dann wäre das Ergebnis eben false. Geben wir es auch einfach mal aus mittels cout. Und Command plus R führt das Programm aus. Und wir bekommen hier ja in der Konsole den Wert 1 angezeigt und nicht den ja, Text true. Nun ja, also in der Programmierung steht der Wert 1 eben für wahr und der Wert 0 für false. Wir können das ja mal ausprobieren, indem ich eben hier dieses Zeichen hier umändere und mal abprüfe, ob hier 1 größer als 2 ist. Dann würde nämlich hier in der Konsole 0 ausgegeben werden. Ne? Und ja, das ist hier eigentlich fast alles zu der boolschen Variable. Naja, gut, also fast alles ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also wir werden ja noch häufig erleben hier in kommenden Videos, in kommenden Tutorials hier, in welchen Zusammenhängen solche boolschen Variablen nützlich sind. Ich kann übrigens, falls ich jetzt hier mit 0 und 1 als Ausgabe nicht zufrieden sein sollte, meinetwegen auch so eine If-Abfrage hier einfügen und einen Text hier ausgeben, also if result, denn wenn result wahr sein sollte, dann wird nämlich der Code innerhalb des If-Blocks ausgeführt. Wenn Result wahr ist, hat Result den Wert 1 und das wird eben immer als True interpretiert. Und dann kann ich hier auch mal so eine Spielerei hier einbauen. Na nun, damit ihr das mal gesehen habt, die Aussage ist wahr, else cout die Aussage. Sage, naja, bisschen Rechtschreibung, da passt man schon mal auf, ab und zu ist falsch. Okay, also die Tippfehler, das kann ich sagen, die werde ich in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr abstellen können. Okay, das können wir mal wegmachen, diese Zeile. Command plus R. Die Aussage ist falsch. Klar, 1 ist ja meines Wissens nach nicht größer als 2. Prüfen wir mal, ob 1 gleich 2 ist. Dann bekommen wir hier die Ausgabe immer noch falsch. Und wenn wir prüfen, ob 1 kleiner als 2 ist und, na, ja, das ist ja mal eine Überraschung, nicht? Also, dass 1 kleiner als 2 ist. Nun gut, jetzt bekommen wir eben die Aussage hier ist wahr. Okay. Also das hier nur mal zur Vorstellung hier von boolschen Variablen. Ich hoffe, ihr habt wieder zumindest etwas dazulernen können und ja, kleine Schritte
die führen dann auch nach und nach zum Ziel, nämlich, dass ihr eines Tages gute C++-Programmierer werdet. Und ja, okay, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr bei künftigen Uploads auf dem Laufenden bleibt. Und ja, wie immer am Ende meiner Videos hier meine Ankündigung. Also ich werde hier in der nächsten Zeit und in langer Zeit hier haufenweise Videos hochladen, sehr viele Tutorials. Also ich habe hier so einige hundert Tutorials in Vorbereitung, die ich für euch hier auf YouTube präsentieren möchte, um euch hier das Programmieren beizubringen. Ja, vielleicht werden es im Laufe der Jahre sogar einige tausend Videos, ne? Davon ist auszugehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei und ich kann euch mit meinen Videos hier ja, weiterhelfen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß und ja, ich würde mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, Leute, tschüss und bye bye.